Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei L22 zu einer weiteren Folge IONWAR. Du warst ja nur die letzten Tage ein bisschen ruhig. Ich dachte mir, heute nehmen wir mal wieder eine Folge auf. Und zwar, wir müssen heute zusehen, da wir zu viele Paletten haben, müssen mal ein bisschen was verkaufen fahren. Ich habe jetzt, oh, irgendwo müsste das hier stehen, dass so viele Paletten sind. Auf jeden Fall habe ich, na, wie heißt das? Mir jetzt Mod runtergeladen, wo wir die Sachen einlagern können. Da hier steht das so viele Paletten. Habe ich mir was runtergeladen. Das werden wir demnächst hier auch nutzen. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich das platziere, wo wir Sachen einlagern können. Aber ist nicht so schlimm. Wir brauchen ja eh Geld für Feld 10. Ich weiß gar nicht, wie viel wir dafür nochmal brauchten. 304.000. Also fahren wir ein bisschen was verkaufen. Wir fangen mal mit den Eiern an. Wir fahren auch alles einzeln verkaufen. Also Eier vernünftig abgeben. Boah, machen wir einfach heute mal ein bisschen Geld in der Folge, ne? Bevor wir wieder weiterarbeiten mit Missionen und sowas. Wie gesagt, ich habe mir da jetzt schon, habe ich den drauf hier? Klar, ich habe es ja schon probiert. Die werden wir uns stellen. Könnt mir ja mal einen Tipp geben, ob ihr die schon mal benutzt habt und ob die funktionieren. War das unter Silo-Erweiterung oder der Silos? Hier, die Dinge. Könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr die, ob einer die schon mal benutzt hat. Hier kannst du wirklich alles drin lagern. Wie das funktioniert. Wäre mal ganz cool. Ich habe die jetzt drauf. Ich habe sie jetzt mal kurz angetestet. Ich krieg sie rauf. Aber ich weiß noch nicht, wie ich sie wieder rausgekriegt habe. Oder wie ich es rausgekriegt habe. Wichtig war mir erstmal, ob das eingelagert geht. Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Wenn damit sich einer auskennt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, jetzt die nächsten Tage kommt natürlich wieder mehr. Es war jetzt ein bisschen ruhiger. Ja, mir ging es halt auch nicht so gut. Wir werden jetzt auch gucken, dass wir jetzt die ganzen Hochvorstellungen, weil es haben sich ja doch einige beworben, dass wir die jetzt abgearbeitet bekommen. Bei André muss ich ja nochmal vorbeischauen, bei Nils. Das sollte eigentlich Wochenende passieren bei Nils. Das hat aber nicht ganz geklappt. Zwei Hochvorstellungen habe ich, aber da habe ich aktuell Tonprobleme. Da muss ich die beiden Jungs nochmal anschreiben, dass wir die nochmal neu aufnehmen, weil ja, der eine ist so gut wie gar nicht zu verstehen und der andere ist nur hackend. Ich weiß nicht, ob das am Headset lag. Also bei mir kam der Ton selber am Headset ordentlich an. Deswegen müssen wir da nochmal neu aufnehmen. Was nicht so schlimm, das kriegen wir nochmal hin. Wie gesagt, dann ist Nils, André und ja, wer noch Lust hat wegen Zwecks Hochvorstellung, kann sich gerne, ja, kann sich gerne melden. Ne? Kommen wir natürlich vorbei und schauen uns die Höfe an. So, auf jeden Fall gibt es gutes Geld. Das steht schon mal fest. Na, hier auf der Ion Ranch wird mir ja wahrscheinlich der Jan jetzt zur Hilfe kommen. Darüber hatten wir schon gequatscht. Werden wir jetzt auch die nächsten Tage mal durchquasseln. Dann sind wir hier nämlich auch zu zweit, weil die Arbeit hier wird ja doch immer intensiver und immer mehr. Da macht es sich natürlich besser, wenn man hier zu zweit drauf arbeitet. Zumal es ja sowieso im Multiplayer mehr Spaß macht. Und mit Jan auf der Flussblick fahren bis jetzt funktioniert es ja sehr gut auf unserer Community-Karte. Da denke ich mal, dass wir ihn hier ganz gut einsetzen können. Dann gucken wir, dass wir vielleicht noch jemanden kriegen. Also, ob hier noch jemand Lust drauf hat, auf dieser Karte mitzuarbeiten. Und dann sollten wir die Karte doch relativ gut gerockt kriegen, nachher so langsam aber sicher. Ich meine, wir fahren schon mal kein Minus, das ist ja auch schon mal viel wert, ne? Ja, Kartenvorstellung habe ich jetzt auch wieder mehrere aufgenommen, also da kommen die nächsten Tage auch wieder einige. Sind wir dann auch schon bei über 30 Karten. Also mit den aufgenommenen müssten wir dann sogar bei knapp 40 sein schon. Ich meine, das ist ja schon mal eine gute Nummer. Also die Playlist ist auf jeden Fall schon mal recht voll.
Halt, das waren wir schon weit. Ja, ich kann das ja jetzt ein bisschen großzügig stellen. Wir haben ja genug Platz hier auf dem Anhänger. Bloß wie gesagt, wir müssen leider ein paar Paletten verkaufen, damit wir welche produzieren können. Aber da wir gerade eh ein bisschen Geld brauchen für das Feld 10, weil sonst arbeiten und arbeiten und arbeiten wir, und wir kriegen uns einfach Feld 10 nicht geleistet. Deswegen dachte ich mir, ziehen wir das jetzt mal einmal durch. Denn wir wollen ja auch demnächst die Kühe holen, die ersten, ne? Deswegen brauchen wir endlich ein Feld, noch mehr, dass wir da gut Umsatz fahren können, zwecks Kühe. Oh, noch Futtermischmagen, ja. Auch Futtermischmagen, also Futtermischwagen, jetzt haben wir es. Schweres Wort hier heute schon wieder. Heuballen müssen wir jetzt auch die nächste Runde machen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Stroh. Deswegen wäre natürlich noch ein großes Feld ideal für Stroh. Deswegen Feld 10 ist schon ideal. Sieht auf jeden Fall besser aus, das Gelade. Klar steht jetzt nicht alles bündig aneinander, aber es sieht besser aus wie letztens auf dem geebten Hof. Ne? Da sind wir uns schon mal einig. Also da hat der Keller Keks echt alles gegen meinen Belan. Der Lümmel, der. Und wer darf es ausbauen? Ich. Von paar, ja. Also ein bisschen Geld gibt es. Ich denke mal, wenn wir alles nicht verkaufen, dann könnten wir auch knapp an die 300.000 kratzen. Also wir könnten so langsam sicher in Feldnähe kommen. Das wäre auf jeden Fall cool. Das Gute ist, aktuell brauche ich auch nichts anderes an Maschinen. Wir haben alles da, was wir brauchen. Dass wir uns da schon mal das Geld definitiv nicht für irgendwas wegnehmen müssen. Und ich denke mal, wenn wir den Feld 10 haben, ist mehr Ertrag. Das ist dann nachher ein echter Selbstläufer hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden haben wir denn hier drauf schon verbracht. Bin ich jetzt mal neugierig. Ja, wir sind bei 30 Stunden, also sind wir doch immer noch sehr gut im Soll auf der Karte, muss ich jetzt mal sagen. Bei 30 Stunden. Guck mal, wir haben jetzt 1400 Liter pro Palette. Das lohnt sich doch schon mit den Eiern. Muss man mal so sagen. Das könnte doch gutes Geld geben. Oh. Bisschen Männchen machen mit dem Ding hier. So, wo müssen wir denn hin mit den Eiern? Das vergesse ich hier jedes Mal. Eier. Gut, der Preis ist jetzt aktuell nicht so dolle, aber ist egal. Gehen wir da hin. Was heißt nicht so doll, ne? Gut ist der Preis trotzdem. Da oben hoch. Fahren wir am besten zwischen Feld 10 und 11 durch. Ich glaube, unsere Felder sind auch schon reich. Wir könnten sogar einen Anfang zu ernten, glaube ich, ne? Ja. Ach nee, jetzt ist Feld 10, das gehört ja noch nicht uns. Aber ich glaube, meine Felder sind auch reif. Muss mal ganz kurz gucken. Ja, alle Ernte reif. Können wir nächste Aufnahmerunde anfangen zu ernten. Da kommt auf jeden Fall wieder Stroh zusammen, das ist schon mal gut. Ja, dann sollten wir uns Feld 10 doch bekommen. Zur Not sehe ich gerade, da ist der Baumwolle drauf. Machen wir nochmal eine Baumwollmission. Es sollte doch werden. Aber erstmal schauen wir mal, wie wir die Eierchen kriegen hier.
23.800 Liter. Okay, das mal 2.500, nee, 2.600. Doch, das lohnt sich. Doch, würde ich mal sagen. Die richtige Seite oder so, andere Seite, ne, andere Seite. Markierung ausmachen hier. Oh, doch, das tut, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wirklich, wenn wir alles verkauft haben, kratzen wir wirklich nur noch die 300.000 Marke. Passt so, wenn wir oben sind, schicken wir mal den Drescher fix zum Ernten. So, jetzt können auf jeden Fall schon mal wieder weiter produziert werden, Eier und Honig wieder. Ja, so ist das, ne? Wenn man zu viel Zeug stehen hat, sind irgendwann mal zu viele Paletten. Dann müssen wir mal ein bisschen was verkaufen, nützt ja auch nichts. Straße geblieben hier. Ah ja, du bist bald in mein Feld. Das gehört bald zu unserem Hof. Irgendwo steht ja noch am Ding. Was ist denn das? Im Shop, das sehen wir gleich. Fahren wir gleich mit dem Deutschen dran vorbei. Bin ich ja gerade cool. Habe ich noch irgendwas gekauft? Man muss ja. Irgendein anhängermäßiges Fass. Da sieht man, wie lange wir hier schon nicht mehr drauf waren. Wurde mal wieder Zeit. So, mal gucken, ob die klappen hier. So, dann schnappen wir uns mal. Da steht das gute Stück. Wartet auf seinen neuen Einsatz. Hier wird natürlich in Zukunft auch noch umgebaut. Das ist natürlich klar. Aber erstmal viel dafür das Geld. Ne? Wie gesagt, wir brauchen jetzt erstmal Felder. Ist natürlich logisch, dass wir den Hof nicht so lassen, wie er ist. Ne? Kennt man ja bei uns eigentlich sowieso, dass wir irgendwann trotzdem immer mal wieder alles umbauen und ummogulieren. Aber nächste Runde, denke ich mal, wären wir mal komplett Weizen anbauen, damit wir wirklich genug Stroh produzieren, also Strohballen produzieren können. Stroh selber haben wir, aber Strohballen nicht. Dass wir 100 Stroh, 100 Heuballen haben. Dass wir das schon mal für die Kühe alles vorbereiten. Wir haben Silage da denn. Stroh und Heuballen. Also Heuballen haben wir nachher ja. Ein paar Strohballen haben wir natürlich schon da. Aber es macht sich natürlich besser, nachher von jedem 100 da zu haben. Dann können wir mal arbeiten. Was haben wir denn da? Ach, ein Wasseranhänger, stimmt. Wegen die Steine. Wegen Kalkwerk. Deswegen haben wir uns das ja schon geholt, stimmt. Ahem.
schon mal aufklappen. Nee, aber hier Multiplayer-Spiel macht natürlich mehr Sinn, weil ich möchte irgendwann auch mal weg von den ganzen Helfer-Genutzer. Dafür alles selber abarbeiten. Weil der Helfer baut mir doch einfach zu viel Unsinn. Obwohl diese Felder hier helferfreundlich sind, baut er mir hier viel zu viel Unsinn. Das war mal ein Stoppschild. Ah, hier ist es so, weil die kommt halt auf dem Feld nicht viel Stroh zusammen. Da werden wir wieder. Ich glaube, wir haben ja noch was im Anhänger drinnen, ne? Oder haben wir schon unten bei den Kühen was abgeladen? Ne, haben wir auch schon einmal weggebracht. Ich nehme wieder nur einen halben Ladewagen zusammen hier an Stroh. Also hier so ein, ne? Ballenwagen voll, einen halben. Ist natürlich ärgerlich. Das Feld ist einfach so klein. Deswegen, wir bauen nächste Runde mal komplett Gerste. Wir haben jetzt Weizen drauf. Den bauen wir nächste Runde komplett Gerste an. Lassen wir natürlich den Ertrag für 100% drin, damit wir genug für die Hühner haben. Weil die futtern uns doch schon ganz schön die Haare vom Kopf. Und dann passt das. Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende von der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben von euch freuen. An die neuen, lasst ein Abo da, haut natürlich mal einen Kommentar raus. Zwecks Palettenlage, welche nutzt ihr? Habt ihr mit dem, was ich euch gerade gezeigt habe, schon mal Erfahrung? Würde mich sehr drüber freuen. Und ja, damit bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.